Gott führt das Volk Israel durch die Wüste. Teil 7 der Geschichte von Mose. Die Israeliten waren von Gott aus ägyptischer Sklaverei befreit worden und nun auf dem Weg durch die Wüste in das Land, das Gott ihren Vorfahren versprochen hatte. Gott führte sie selbst durch die Wüste. Am Tag ging er vor ihnen her in Form einer Wolkensäule. In der Nacht wurde diese Säule zu einer Feuersäule. Auch für das Essen sorgte Gott. Jeden Morgen fanden die Israeliten am Boden tauartige Tropfen, die süß wie Honig schmeckten und die sie sammeln konnten. Diese Tropfen nannten sie Manna. Das bedeutet Brot vom Himmel. Wann immer es Streit gab oder die Leute Probleme hatten, kamen sie damit zu Mose und Aaron. Diese fanden immer eine gute Lösung. Immer wieder sprach Mose mit Gott, und dieser sagte Mose, wie er das Volk führen sollte.